Willkommen. In diesem Video lernen Sie, wie Theodor Balauf im Rahmen seiner Theorie des Unterrichts die Rolle und Funktion der Lernenden, also der Schülerinnen und Schüler, begreift. Sie erhalten einen Überblick zu den verschiedenen Konzepten, die Balauf mit den Lernenden verbindet, und werden so auch in die Grundbegriffe seiner skeptischen Didaktik eingeführt. Einleitend lässt sich festhalten, dass die Lernenden in Balauffs Theoriebildung eine eher passive Rolle einnehmen, da die Lehrenden die Verantwortung für den Lernprozess übernehmen und die Lernenden in das Denken hineinziehen sollen. Die Schülerinnen müssen sich allerdings ins Denken hineinziehen lassen und die Bereitschaft zeigen, der Idee der Wahrheit zu folgen. Balauff dazu etwas kryptisch: Der Lernende kann Denken lernen in der Entziehung aus der Verfremdung durch Vermittlung ins Denken. Dabei soll die Intentionalität des Unterrichts so weit zurücktreten, dass der Unterschied von Lehrenden und Lernenden unwesentlich wird, wobei den Lernenden die reine Aussprache der Wahrheit in einem geschlossenen Gedankengang mehr als einmal zu Gehör gekommen sein muss. Wichtig ist nach Balauff, dass sich Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler im gleichen kulturellen Vorstellungskreis, im gleichen Horizont befinden. Nach Balauff besteht dieser Horizont aus Konvention und Tradition, aus Erfahrung und Umgang sowie aus Herkunft und Milieu. Innerhalb dieses Horizonts beteiligen sich die Lernenden reflexiv an verschiedenen Gegenstandsbereichen. Der Unterricht soll den jungen Menschen dann durch Denken und Erfahrung zum Mitwisser und Mitverantwortenden machen. Die Schülerinnen und Schüler lassen das Denken denken und sollen aus der Subjektivität heraustreten, um ein sachliches Urteil abgeben zu können. Balauff unterstützt durchaus partizipatorische Momente des Unterrichts. So hält er freie Schülerinnen- und Schülergespräche, Schülerinnen- und Schüler- sowie Studentinnen- und Studentenparlamente oder Arbeitsgemeinschaften für durchaus gangbare Wege. Entscheidend ist für Balauff das Miteinander von Schülerinnen, Schülern und Lehrerinnen und Lehrern. Es geht um ein Lernen um des Lernens willen, bei dem die Lernenden durch Denken tätig werden. Der junge Mensch soll so zum Sprecher der Wahrheit werden, der dann das Seiende vollbringen kann. Der Lernende wird dazu gebracht, das eigene Reden und Tun zu bedenken, sodass er selbst zu neuen Einsichten gelangt. Das Folgenreichtum und die Verzweigung des erreichten Denkens zeigen dann den Bildungsstand der Schülerinnen und Schüler an. Balauff hebt auch hervor, dass dem Geist oder der Seele des Zöglings oder der Schülerin oder des Schülers nichts eingeprägt oder eingeübt werden kann. Vielmehr muss der Unterricht in einer Wechselwirkung zwischen Lehrenden und Lernenden erfolgen. Die Lehrenden stellen eine Aufgabe, der sich dann auch die Lernenden stellen sollen. Auf diese Weise ergibt sich, der Unterricht bildet nach Balauff den jungen Menschen zum Mitwisser in Bezug auf Denken und damit Wahrheit aus. Die Schülerinnen werden im Rahmen ihrer Zuständigkeit zum Mitverantwortenden für das Sein des Seienden. Der wichtigste Weg zur Wahrheit und zum Sein des Seienden ist dabei der Gedankengang und die Erfahrung. Daher muss der Unterricht durch einen Gedankengang das Denken erfahren lassen. Lehrende und Lernende erfahren in ihm gemeinsam das Bedachte und Bedenken des Erfahrenen, so Balauff. Grundlegend für Theodor Balauffs Begriff der Lernenden ist die Entziehung aus der Verfremdung durch Vermittlung ins Denken. Das heißt vereinfacht, dass die Lernenden denken lernen sollen, um ein sachliches Urteil zu einem bestimmten Gegenstandsbereich abgeben zu können. Nach Balauff sollen die Lernenden dabei zu Sprechern der Wahrheit werden. Bemerkenswert ist dabei, dass nach Balauff Lernende und Lehrende sich gemeinsam Aufgaben stellen müssen. Indem die Lernenden sich einer solchen Aufgabe stellen, werden sie zum Mitwissern auf dem Weg zur Wahrheit. Indem sie dabei die eigenen Erfahrungen bedenken und reflektieren, bilden sie sich und werden so zur Selbstständigkeit des Denkens erhoben. Theodor Balauff definiert die Lernenden im Rahmen seiner skeptischen Didaktik eher als passives Objekt des Unterrichts. Dabei steht jedoch im Vordergrund, dass es darum geht, das Denken zu lernen. Durch das Denken sollen so die Lernenden aus ihrer Subjektivität heraustreten und zu einem sachlichen Urteil kommen. Mit den Lehrenden durch den gleichen Vorstellungshorizont verbunden, sollen sie zu Sprechern der Wahrheit werden und durch Nachdenken, Nachschauen und Weiterfragen über das Selbstverständliche hinausgehen. Dabei machen die Lernenden eigene Erfahrungen auf dem Weg zur Wahrheit und in der partiellen Einsicht in das Sein des Seienden. Sie werden so zu Mitwissern und Mitverantwortlichen, die sich auf dem Weg zur Selbstständigkeit des Denkens befinden.